Damit wir uns das Wasser nicht einfach so ins Maul schütten, nee, machen wir nicht ins Maul. Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und ihr habt mich eigentlich gar nichts gefragt, denn ich wurde dieses Mal nominiert zur Cold Water Challenge. Ja, der Ben und ich bin normalerweise bekannt von den Jungsfragen und neben mir sitzt der Marcel und ich bin normalerweise auch von YouTube bekannt vom Kanal Teilzeitblogger. Und wir haben uns heute überlegt, weil wir gemeinsam nominiert wurden für die Cold Water Challenge, dass wir die auch gemeinsam durchziehen. Damit wir uns das Wasser jetzt natürlich nicht so plump in die Visage schütten, haben wir uns noch was Tolles ausgedacht und zwar das lustige Minderheitenquartett. Yay, und die hört sich rum. Das waren bestimmt die Schwulen. Da sind alle möglichen Minderheiten dabei, zum Beispiel hier Schwule. Oder Kinder. Richtig. Und diese Minderheiten haben verschiedene Eigenschaften, die kann man hier drunter nicht sehen. Die Eigenschaften sind bei jedem gleich und daneben sind so Sterne und wer natürlich die meisten Sterne hat, der hat gewonnen und der andere kriegt das Wasser ins Gesicht. Das heißt, ja. Marcel, dann kriegst du jetzt mal hier, du wolltest mit den Schwulen, ne? Ich wollte nicht, aber wenn du mir ja, natürlich. Das sehr gerne. Mal. Wer fängt eigentlich an? Also in der Beschreibung steht der Dümmere. Aber nicht getestet. Das heißt... Xing Shang Shang. Das heißt, du hast gewonnen? Ja. Ah, okay. Ich habe die Minderheit Autisten und ich nehme die Eigenschaft Schamgefühl, da habe ich 4 Sterne. Ich habe die Transsexuellen, da habe ich bei Schamgefühl 2 Sterne, weil die anscheinend keins haben. Du weißt, was das heißt, ne? Ich weiß, was das heißt, ja. Ich habe meine Hosen leer geräumt und bin bereit. Egal. Jetzt habe ich eine ganz, ganz coole Minderheit, nämlich die Studenten. Und da wähle ich, weil ich da 4 Sterne habe, gesellschaftliche Akzeptanz. Scheiße, ich habe Kinder und die sind gesellschaftlich nur 2 Sterne wert. Ja, eben. Naja. Du weißt, was das heißt? Wahrscheinlich. Ich muss es mit links machen, weil mein rechter Arm leider noch ein bisschen gebrochen ist. Das ist okay, das ist vielleicht für mich auch nicht so schlimm. Möchtest du noch was sagen, nein, bevor ich... Oh, warte mal. So. Ich habe eine Minderheit der Rollstuhlfahrer. Ah ja. Nämlich auch gesellschaftliche Akzeptanz. Und die ist bei Rollstuhlfahrern natürlich sehr hoch. Ich habe 4 Sterne gesellschaftliche Akzeptanz. Echt? Nicht hoch? Also ich habe Schule, da ist die gesellschaftliche Akzeptanz 0. Bei 2. Mag wahrscheinlich an 41-42% CDU-Wähler liegen. Wahrscheinlich. Boah, mein Nacken ist dies. Ah, okay. Ich glaube, ich kann gar nicht verlieren. Ich auch nicht. Denn ich habe eine Minderheit, die als sehr stark gilt, als sehr durchsetzungsfähig und der außerordentlich viele von der Gesellschaft viele männliche Eigenschaften zugesprochen werden, nämlich die Lesben. Und die Lesben haben bei Homogenität 5,5 Sterne und sind damit unschlagbar. 5,5, so viele Sterne gibt es gar nicht. Doch. Das sind 4,5, Schätz. 4,5 Sterne. So, ich habe die Minderheit der Muslime und die hat bei Homogenität, die hat bei Homogenität 4,5 Sterne. Was machen wir jetzt? Das heißt, wir müssen uns jetzt gegenseitig das machen? Oder wir setzen aus. Oh, ist das scheiße. Warum getroffen? Echt nicht. Oh, gewonnen. Ich habe die Scientologen. Die Minderheit sind überall stark. Ja, fast. Mhm. Homogenität, 5 Sterne. Ich habe die Adipösen. Die haben bei Homogenität gar nicht mal so schlecht, 3,5, aber es reicht. Interessiert keinen. So. Die Punks, die haben fast nirgendwo okay. Homogenität 3,5. Das ist die Ansage? Du jetzt sag nicht das. Ich hab die Wachkoma-Patienten mit 5 Sternen. Oh. Ich hab noch ein bisschen Wasser als Fest. Wachkoma-Patienten kommen. Ich hoffe, ich bin mehr Nazi. Ich bin total Nazi. Ich habe die Minderheit der Hartz-IV-Empfänger. Meine Eigenschaft ist Schamgefühl, 5 Sterne. Schamgefühl, 5 Sterne. Ich habe auch 5 Sterne, nämlich nein, die Intellektuellen. Oh, das heißt, wir können wieder. Geil. Aber ich muss hier ein bisschen besser ziehen. Dann fang du an. Ah, okay, dann machen wir nicht gleichzeitig. Gleich. Das ist ja schon fast Waterboarding. Ach du. Und mein ich habe jetzt eine Minderheit, die
gesellschaftlich, glaube ich, auch nicht so akzeptiert sind die Feministen. Homogenität, 5 Sterne. Scheiße, ich habe 4,5, ich habe die Nazis. Oh, okay, das, da hätte ich 5 gesagt. Super. Die Minderheit der Hindus. Ja, wieder Homogenität, 3,5 Sterne. Das ist mein stärkstes, was ich Homogenität, 3,5. Ich habe die Rentner, die sind natürlich sehr homogen. Okay, die haben 4. Das ist ein halber mehr, aber ich habe gewonnen. Ja, mehr ist mehr. Das freut mich. Ich glaube, jetzt kommt es von oben. Ich meine nicht mal. Ich habe die Minderheit der Pädophilen. Oh. Schamgefühl, 5 Sterne. Bums. Gewonnen, sag ich. Ich habe die Neger. Die haben. Die haben 1 Stern. Damit hast du eindeutig gewonnen, ja? Das ist geil, ja. Das war nicht alles. Ja, genau, das stimmt wohl. Das war aber keine Absicht. War das jetzt alles? Das war jetzt alles. Was war das? Ich habe extra einen leeren Becher genommen. Eine Karte, ne? Letzte Runde, kann das sein? Alles klar. Ich habe die Leistungsträger. Ich wusste nicht, dass die eine Minderheit sind, aber auch sich selbst schon. Also die haben bei Wohlstand 5 Sterne. Ich habe die Analphabeten. Jungs, versteht ihr? Also die Analphabeten, Wohlstand. Wohlstand war die deine Kategorie. Klar. 1,5 Sterne. Ja. So, prima. Nein! Ja, doch, oh! Zum Abschluss, ne? Ich meine, wenn wir noch... Alter! In der Rücken des Tages. Oh. Ja. Also ich habe eindeutig einen Pulli an, der mehr Wasser aufsaugt als du. Das würde ich, glaube ich, gerade gar nicht so sagen. Also ich bin auch tatsächlich nass bis auf die Haut. Nochmal vielen Dank an die Nominierung und ich würde sagen, wir definieren das Finale, oder? Denn ab jetzt ist Schluss mit der Water Challenge. Weil offensichtlich, wie man gesehen hat, geht's nicht mehr cooler. Oder? Richtig, richtig. Und von daher nominieren wir gar keinen mehr. Wir bedanken uns für mehrere Monate Cold Water Challenge. Das ist aber jetzt hiermit endgültig vorbei. Und zwar weltweit. Kölner beenden Cold Water Challenge. Ja, das ist eine schöne Überschrift. Mit richtig geilem Video. Absolut. Abonniert seinen Channel und abonniert natürlich auch meinen Channel bei YouTube, bei Facebook, überall. Vielleicht sieht man uns nochmal zusammen. Das wäre verrückt. Das wäre verrückt. Aber dann trocken. Trockener. Genau. Genau. Alles klar, dann drücken wir auf das Knöpfelchen und dann machen wir einen Schluss. Tschüss. Oh, wow.